Ich habe drei Aktien gekauft, von denen ich mir langfristig überdurchschnittlich hohe Kursgewinne verspreche. Welche drei Aktien ich in unser Firmendepot gekauft habe und welche Rendite ich für die nächsten Jahre für realistisch halte, in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Gründer des Aktienfinders. Wir haben über 115.000 Mitglieder. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien und jetzt insbesondere in solche Aktien, die hohe Rendite in erster Linie durch Kursgewinne versprechen. Das heißt, Dividenden spielen jetzt bei diesen drei Aktien eher eine Nebenrolle, falls überhaupt Dividenden ausgeschüttet werden. Ganz wichtig an der Stelle, ich betone es, keine Kaufempfehlung. Ich habe keine Glaskugel. Ab und zu kommt so, wie man es nicht erwartet hätte. Im Großen und Ganzen funktioniert es recht gut, aber wie gesagt, keine Kaufempfehlung. Aber ich denke, gute Unterhaltung und schöne Inspiration. Selbstverständlich könnt ihr auch unten drunter dann wieder kommentieren, welches euer Favorit ist und wo ihr gegebenenfalls auch es anders sehen könnt als ich. Ich habe ja auch nicht die Weisheit gepachtet. Da steht schon die erste Aktie drinne. Das wäre Adobe. Man sieht hier schön die Gewinnentwicklung, vor allem auch beim bereinigten Gewinn, aber auch beim operativen Cashflow, den man übrigens immer schön nehmen kann, um zu schauen, ob man dem bereinigten Gewinn auch trauen kann. Da sieht man, dass operativer Cashflow und bereinigter Gewinn sehr nah beieinander liegen. Der operative Cashflow deutlich näher liegt als der bilanzierte Gewinn, der dann offensichtlich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen reduziert wurde. Adobe, was ist los bei Adobe? Wir haben hier erstmals die Performance. Man sieht, dass es langfristig hier wieder ein sehr gutes Investment haben. Haben wir hier das typische U 2022, als die Aktienkurse eingebrochen sind. Und jetzt haben wir aber wieder eine Korrektur. Es ist immer besser, wenn wir hier auf die 5 Jahre gehen, hat die Aktie wieder verloren. Und ich habe mich jetzt bei Adobe eingekauft. Und zwar gehen wir mal auf Year to Date hier. Das war am 29.04., ist also nicht lange her, für 478 Dollar. Wenn man sieht, ungefähr, also jetzt 10 Dollar mehr und ungefähr gekauft. Hier am 29.04. Adobe. Hier habe ich sie gekauft. Logarithmisch sieht man nur noch ein bisschen mehr. Warum habe ich mir die Aktie gekauft? Beziehungsweise was ist bei Adobe los? Adobe steht ja ein bisschen in der Kritik, beziehungsweise man hat ein bisschen Angst, dass die künstliche Intelligenz ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. Aber man hat immer eine Investmentthese. Meine Investmentthese ist bei Adobe: AI wird die Erzeugung kreativer Inhalte ergänzen, nicht übernehmen. Wir haben ja bei Adobe zwei Segmente. Wir haben einmal das klassische Segment, das wäre Digital Media. Digital Media werden kreative Inhalte, also Videos, Bilder etc. erzeugt, teamübergreifend, weil es auch immer komplexer wird. Und hier spielt KI natürlich eine Rolle. Hier hat ja Adobe auch Firefly am Start, was sie in ihre Produkte integrieren. Und was übrigens kein Problem ist bezüglich rechtssicherer Verwendung, denn da basiert die KI nicht auf tausendfach, millionenfach geklauten Inhalten aus dem Internet, sondern auch von Adobe Stock. Und dann haben wir hier noch ein zweites Segment, Digital Experience, wo es im Prinzip um Kundenanalyse und Marketing geht, wo auch AI eine Rolle spielt. Und ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass das eingebettet wird, AI in die bestehenden Produktlinien und dass es dann die Produkte ergänzt und dass wir auch in Zukunft noch Designer haben werden, die zwar mit AI arbeiten, die aber nicht durch AI ersetzt werden. Wir haben in den letzten 2 Quartalen leichte Enttäuschungen gehabt, weil das Wachstum stets leicht unter dem lag, was die Analysten erwartet haben. Aber das halte ich jetzt nicht für einen Game Changer. Insofern halte ich die Aktie für vielversprechend. Und wenn wir hier in die Bewertung reingucken, hier sehen wir das bereinigte KGV und momentan sind wir hier bei unter 30. Und wenn ich mir jetzt den fairen Wert anschaue, ich habe ja versprochen eingangs, dass ich sage, was ich so erwarte an einer Rendite. Und natürlich nehme ich jetzt hier auch, berechne ich den fairen Wert basierend auf dem bereinigten Gewinn. Gehe ja mal auf die letzten 10 Jahre. Wir haben hier im Schnitt
ein KGV von 35,8. Das benutzt wird, um den Fernwert zu berechnen, der dann erstmal so aussieht hier. Und ich würde das aber noch leicht nach unten korrigieren, und zwar auf 28. Das ist eigentlich schon relativ deutlich. Warum? Weil wir ein nachlassendes tendenzielles Wachstum haben. Also hier ist das Wachstum deutlich höher ausgefallen, als es hier ausfallen soll. Ist immer noch attraktiv mit einem Wachstum hier im zweistelligen Bereich zwischen 12% und 15%, aber eben nicht mehr hier, wie es früher mal war, bis zu 40%. Deshalb hier das KGV für die faire Wertberechnung nach unten korrigieren von 36 auf 28. Und dann sieht man hier, dass wir ungefähr jetzt beim fairen Wert dann liegen würden. Ich zoome mal näher rein. Und dann gehe ich bis hierhin, wo noch viele Analysten schätzen. Hier kommt schon eine Warnung. Und dann sage ich, okay, das wäre meine Renditeerwartung, was sie tatsächlich ist. Dann hätte ich hier aufs Jahr eine Renditeerwartung bei Adobe zum aktuellen Kurs von 12%, weil wir sind noch ganz leicht drüber. Und 12% ist immerhin schon mal deutlich mehr, als man langfristig vom Aktienmarkt erwarten kann, wo wir ungefähr bei 7% sind mit einer Aktie, die ich als Qualitätsaktie einstufe. Und das hat mir schon gereicht für den Kauf hier. Zweiter Kauf wäre Netflix, und das ist sogar ein Nachkauf, wenn ich das mal hier eingebe, Netflix, der Goldstandard der Streaming-Services, wurde so geadelt von Bob Iger, dem CEO von Walt Disney, die gerade mehr oder weniger enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt hatten. Man sieht auch hier eindeutig, dass es sich um eine Qualitätsaktie handelt, auch an den Kennzahlen da oben. Aber darauf gehen wir jetzt mal nicht näher ein. Wenn wir hier die Performance uns mal anschauen, ja, ein bisschen längerfristig. Ich hatte ja schon verraten jetzt, es war ein Nachkauf. Und zwar habe ich das zum ersten Mal hier gekauft. Irgendwo, und zwar am 21.01. habe ich mir aufgeschrieben für 365 US-Dollar. Momentan kostet die Aktie 610. Hier unten habe ich leider nicht nachgekauft. Ich habe jetzt aber nochmal nachgekauft, und zwar hier am 6.05., also vor kurzem diese Woche, für 591 US-Dollar, also hier nochmal. Und warum habe ich das gemacht, beziehungsweise warum vertraue ich Netflix? Weil ich meine, Streaming ist, der Markt ist noch lange nicht ausgelutscht, und wir haben ein sehr fähiges Management, was ja auch ihre Kompetenz bewiesen hat, und die Kompetenz bewiesen hat durch das Aufweichen des Passwort-Sharings oder durch das erfolgreiche Bekämpfen des Passwort-Teilens durch die Einführung werbebasierter Tarife, was alles jetzt auch kopiert wird von Disney, Passwort-Sharing verbieten, und werbebasierte Tarife gibt es ja auch bei Amazon Prime jetzt, und sie machen darüber hinaus auch mehr Umsätze durch mit weniger Produktion tatsächlich, was natürlich auch nochmal sehr schön ist. Und allgemein das Geschäftsmodell skaliert sehr gut. Sieht man auch an den steigenden Margen hier im Zeitverlauf. Und wie ich sagte, ich denke, da ist noch einiges drin bei Netflix. Ich habe mal hier, wenn wir gucken, auch jetzt, was die Bewertung angeht, sieht man auch, dass die immer günstiger wird, tendenziell vom KGV her. Klar, am Anfang waren die Gewinne noch wirklich sehr niedrig, deshalb hier extrem hohe KGVs. Wenn wir in die faire Wertberechnung reingehen, ich zoome mal ein bisschen rein, out of the box hätten wir einen 65er KGV, wo wir aber auch extrem hohe Wachstumsraten hatten hier noch von teilweise knapp 200% und 60%. Das ist jetzt natürlich nicht mehr mit der zunehmenden Größe machbar, klar, aber wir haben jetzt immer noch schöne Wachstumsraten aufs laufende Geschäftserwart von über 50%. Wir haben auch einen Gewinn pro Aktie jetzt im ersten Quartal, was ungefähr das Doppelte, wenn ich mich richtig erinnere, gewesen ist vom Vorjahresquartal. Und wir haben dann aber mittelfristig dann hier eher Wachstumsraten von um die 20%, wie man hier sehen kann, oder knapp 20%, was ja immer noch sehr, sehr gut ist. Und ich gehe davon aus, dass Netflix auch auf unbestimmte Zeit weiterhin dynamisch den Gewinn steigern kann. Ich gehe jetzt hier hin oder bin hingegangen und habe das bereinigte KGV deutlich reduziert von 65 auf 35. Und dann kommt sowas hier raus.
ich mir dann die Renditeerwartung anschaue, auf den aktuellen Aktienkurs bezogen, wie da bis dahin, wo noch genügend Analystenschätzungen da sind, damit das Ganze repräsentativ wird, haben wir hier aufs Jahr eine Renditeerwartung von 17% über die nächsten 2,5 Jahre ungefähr. Alles ausschließlich Kursgewinne. Und das ist für mich auch ein attraktives Investment. Die Aktie Nummer 3, die ist etwas spekulativer, würde ich mal sagen. Und die habe ich auch schon vorgestellt an anderer Stelle. Und das wäre EDP Education. EDP Education, man kann auch hier nochmal Qualitätscheck recht schnell sehen, dass es sich hier auch um eine Qualitätsaktie handelt, auch wenn es hier mal wegen Corona bedingt eine Dividendenkürzung mit einem Gewinneinbruch gegeben hat, was aber auch aus dem Geschäftsmodell hervorgeht. Internationale Studentenvermittlung, man kann auch hier mal die Segmente nochmal anschauen. Wir haben hier die Studentenvermittlung, wir haben hier Sprachtests und haben hier auch Sprachschulen. Und momentan gibt es etwas Gegenwind, sieht man auch hier langfristig am Kursverlauf. So sieht das Ganze aus. Schauen wir mal weg. Und dann sieht man, dass langfristig ein gutes Investment gewesen ist seit 2016, aber hier seit dem Höchstkurs bei ungefähr 40 australischen US-Dollar hat sich das mehr als halbiert, das Ganze. Und Problem insbesondere auch momentan oder der Gegenwind, der nicht von einer Überbewertung stammt, was ein ganz normaler Abbau ist, sondern wo wirklich fundamental ein bisschen Gegenwind da ist beim Geschäftsbetrieb. Das ist, dass einige Länder machen jetzt bei der Studentenvermittlung zu, beziehungsweise erschweren den internationalen Studentenaustausch. Kanada und Großbritannien, und Kanada war bisher lang das beliebteste Land der Kundschaft hier für Studentenvermittlung. Geht ja hier meistens um Studenten, die aus China, Indien, aber auch Philippinen beispielsweise kommen und die dann in englischsprachigen Ländern studieren wollen, wo eben EDP gewinnbringend aushilft. Aber meine Investmentthese ist jetzt, die Studenten, die werden weiterhin in englischsprachigen Ländern studieren wollen, für eben ihre Zukunft, für ihre Karriere. Und das tut sich jetzt einfach nur, die Masse der Studenten dann einfach woanders hin quasi umgeleitet. Und zwar ist jetzt momentan das Land USA an der Speerspitze, ist jetzt das beliebteste Land geworden, eben nicht mehr Kanada, weil Kanada so ein Cap eingeführt hat. Und weiterhin beliebt auch Australien selbst, ist ja ein australisches Unternehmen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen von der Bewertung her, wenn wir uns die Multiples angucken, auch hier nehme ich dann den bereinigten Gewinn, hier war der Einbruch bei Corona, dann sieht man, dass wir momentan beim KGV sind von um die 27, was deutlich günstiger ist als das KGV, mit dem die Aktie früher gehandelt wurde. Und wenn ich jetzt auf den fairen Wert mal gehe, dann sieht man hier auch schön, ist noch nicht so lange börsennotiert, so mal ein bisschen rein, hier die Überbewertung und die Unterbewertung. Und ich habe jetzt hier Wachstumsraten vor mir von 12%, hier mal um die knapp 10%, dann knapp 20%, bis hierhin kann man das quasi nehmen. Also schon so im zweistelligen Bereich, würde ich mal sagen. Wir haben aber auch hier höhere Wachstumsraten teilweise gehabt. Ich würde auch hier, und das habe ich auch getan, das KGV für die Durchschnittsberechnung, für die faire Wertberechnung, Entschuldigung, deutlich nach unten korrigieren. Und zwar habe ich das auf 30 runter korrigiert von 43, und dann sieht das Ganze aus wie folgt. Und dann haben wir hier noch eine Renditeerwartung von aber über 20%, also 22% über die nächsten gut 2 Jahre, also jährlich. Und das wäre auch mal attraktiv genug gewesen, um mich da einzukaufen. Wie gesagt, ist ein bisschen spekulativer. Ich bin jetzt momentan bei plus minus null. Ich habe es ja am 9.04. gekauft. Ist jetzt also schon ein bisschen länger her, vor ungefähr einem Monat. Ich gehe mal hier rein. 9.04. Das war also hier irgendwo. Das sind ja die Schlusskurse. Da habe ich es also mal untertäglich etwas günstiger gekriegt zum Eröffnungskurs. Und bin jetzt mehr oder weniger bei, also gekauft habe ich so bei 16,71 australischen Dollar, jetzt 16,48, also leicht, ganz leicht im Minus. Wollen wir mal gucken, was da passiert. Ist auch eine Dividendenaktie übrigens, im Gegensatz zu Adobe und Netflix. Und die
Dividendenrendite ist nicht mal so niedrig, liegt derzeit bei 2,7%. Wie ich sagte, etwas spekulativere Beimischung ins Depot. Deutlich spekulativer aus meiner Sicht jedenfalls als Adobe und Netflix. So, das waren 3 Aktien, die ich ins Firmendepot gekauft habe, wo es darum geht, überdurchschnittlich hohe Kursgewinne auch längerfristig zu erzielen. Bin jetzt mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Welche Aktie beispielsweise ist dein Favorit und welche Aktie würdest du auf keinen Fall in dein Depot nehmen? Natürlich immer unter Voraussetzung, dass es sowieso zu deiner Anlagestrategie passt. Ich freue mich auf die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.